Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht es weiter in der Kampagne von Attila, wo ich sagen muss, die ersten Kampagnenmissionen hier waren tatsächlich somit die leichtesten Missionen, die wir bis jetzt im Spiel gehabt haben. Und ich weiß auch genau, dass, weil ich jetzt den Mund in der Hinsicht zu voll nehme, wird die heutige Mission wahrscheinlich unfassbar scheiße werden. Ein zweites Einmarsch in China, mehr oder weniger. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie man hier auch schon auf der Karte sieht, wir machen einen Sprung von hier Oströmisches Reich Richtung des des eigentlich Römischen Reichs. Ich bin gespannt, ob wir noch in Mission 5 oder 6 mal vor den Toren Roms stehen. Heute geht's allerdings auf zu einer barbarischen Verlobung hier in Attilas Mission 4. Der weströmische Kaiser hatte eine Schwester namens Honoria, die nach vielen tristen Jahren in häuslicher Abgeschiedenheit die kühne Entscheidung traf, Attila dem Hun einen Brief zu senden. Darin bat sie ihn, sie zu heiraten. Womöglich wusste Honoria nicht, worauf sie sich da einließ. Attila hatte keinen Mangel an Frauen, doch er begriff sofort die Vorteile eines solchen Bündnisses. So änderten sich seine Pläne und er wollte nicht mehr gegen Konstantinopel im Oströmischen Reich, sondern gegen Rom im Weströmischen Reich ins Feld ziehen. Tatsächlich forderte er die Hälfte des Weströmischen Reiches als Mitgift. Attila schickte die Hunnen über den Rhein und schmiedete Allianzen mit anderen Stammesführern der Barbaren. Einige von ihnen, nämlich die Burgunder und Ostgoten, schlossen sich seinem Bündnis an, während andere, wie die Westgoten, durch ihren Widerstand die Gunst der Römer zu erlangen hofften. Als Attila in die römische Provinz Gallien einmarschierte, konnte er behaupten, er hole sich mit Gewalt, was ihm durch seine Verlobung mit Honoria rechtmäßig zustehe. Ja, und tatsächlich, es geht langsam Richtung Römisches Reich. Cooler Nebenplot hier mit Honoria und so übrigens, cool. Oh, besiegen Sie Burgund, besiegen Sie Metz und besiegen Sie Orléans. Hat leider nichts mit Johanna von Orléans zu tun, die ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie so knapp 800 Jahre später. Also, leider keine Überschneidung, wie wir es bei Saladin und Barbarossa hatten. Gut, Hinweise. Die Hunnen haben ein Bevölkerungslimit von 150. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll oder nicht. Können schließlich aber die Imperialzeit erreichen. Oh, also wir können auch in die Imperialzeit. Oh, zum ersten Mal. Zu Beginn sind ihre Truppen verstreut. Suchen sie nach einem geeigneten Platz für das erste Lager und gehen sie den Wölfen aus dem Weg. Mitten im Winter ist die Nahrungssuche schwierig, aber es gibt hungrige Rehe. Sie können es nicht mit der Technologie der Franken aufnehmen, aber sie sind ihnen zahlenmäßig weit überlegen. Lassen Sie die Horde auf die Städte Galliens los. Und die Späher berichten, wieder ein bisschen mehr, nach ihrem Überfall auf Gallien sind die Hunnen zerstreut. Sie müssen sich neu formieren und dürfen dabei Burgund im Süden, Metz im Norden und die gewaltige Stadt Orléans im Nordwesten nicht zu nahe kommen. Also Orléans ist hier, dann müsste sein Metz im Norden ist hier und im Süden nochmal Burgund. Also prinzipiell bleiben wir einfach hier so in unserer Gegend. Burgund bildet Bogenschützen, Rammen und Infanterieeinheiten aus, ist aber nicht sonderlich gut verteidigt und dürfte beim frühen Angriff schnell fallen. Die Burgunder sind leicht einzuschüchtern und schließen sich der Sache der Hunnen möglicherweise sogar an. Nun, vielleicht wieder Tributforderungen, wie wir es schon mal hatten. Metz gleicht die Schwäche Burgunds durch eine Armee von Rittern und Axtwerfern aus. Ihre Burg, wobei Metz ist im Süden, Metz ist im Norden und Burgund aber im Süden, können wir vielleicht ausnutzen, diese räumliche Abgeschiedenheit. Ihre Burg und die Nähe zu Orléans machen sie zu einer harten Nuss. Ja, eine Burg jetzt. Eine Burg? Brauchen wir zwei Tribucke oder ein paar Rammen und die Burg ist schon weg. Oder wir einfach unsere Spezialeinheit, diese Pferde, die alles in Brand stecken, hier diese Kavallerie, die war die Takis oder wie auch immer die hießen. Die waren auch saustark gegen Burgen.
Orléans ist von einer Stadtmauer umgeben und verfügt über Türme und Burgen. Seine Armee von Speerkämpfern, Rittern und Mönchen könnte eine Herausforderung für die Hunnen darstellen. Speer berichten außerdem, dass das Weströmische Reich die Armee von Aetius schickt. Oh, das haben wir schon gesehen. Hier den Namen gehört, um die Gallier zu unterstützen. Oh. Die Römer haben keine Stadt in der Nähe, aber ihre Legion und Kavallerie könnten jederzeit zuschlagen. Unsere Truppen sind von den letzten Angriffen noch geschwächt. Timo, wir müssen uns neu ordnen, bevor wir das Land der Franken Timo verwüsten. Okay, ich würde sagen, hier ein Dorfzentrum ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Warum geht hier gar hier? So. Hier schaut es nämlich so von dem her ganz gut aus. Oh, hier ist auch noch eine. So, einer von euch wird hier mal ganz kurz... hier so rumgehen. Und dann würde ich sagen, bam bam. Ein Holzfällerlager sollte hier hinten eigentlich ganz gut sein. Und last but not least, einer müsste jetzt nichts zu tun haben. Ich dachte, du hast nichts zu tun, egal. Du wirst jetzt auf jeden Fall Gold abbauen. Gold, der hier. So. So. Gut. Ja. Ah, oh, scheiße. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Zecher. Motchung. 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 Ja. Aber wir brauchen mehr Holz aktuell. Nein, einfach hier den Baum. Nicht irgendwie weit weglaufen. Okay, hier haben wir schon mal keine Rohstoffe, das ist nicht so toll. Aber wir haben hier zumindest Gold in der Nähe und hier quasi in der Ecke einen guten Vorrat. Timo. Okay. Die nächsten, die rauskommen, werden auf jeden Fall schon nochmal Nahrung produzieren. Ich glaube, hier dieser Marktkahn, den ich hier erforscht habe, der ist nicht so toll. Oh. Wir sollten übrigens euch auf Ding setzen, damit ihr da mir nicht alles kaputt macht. Timo. Sicher. So, da. Ja, wir müssen es jetzt erstmal aufbauen, sonst... oh, wir brauchen vielleicht auch eine Mühle. Das kannst du uns vielleicht hier so eine bauen. Nein, das ist schon. Beziehungsweise, können wir das noch nicht leisten, holztechnisch. Ja. Ja, ist jetzt alles noch nicht so optimal am Anfang, aber ist ja klar. Erstmal dies hier ist wichtig. Sobald wir mal, wie gesagt, sobald wir mal so die 20 Dorfbewohner erreicht haben, geht eigentlich alles, glaube ich. So, und jetzt haben wir hier eigentlich auch alles erkundet. Ja, hier wird sonst nichts mehr geben. Hier vorne das Gold, das werden die aber wahrscheinlich auch anfangen zu beanspruchen. Aber wir haben hier gut Stein und gut Holz. Und vorher auch gut Gold. Dadurch, dass wir halt Holz haben, Holz kann man halt durch die Felder super in Nahrung konvertieren. So, wir können uns auch schon einen Stall leisten.
Der ist eigentlich ziemlich wichtig. Ja, und jetzt werde ich hier einfach alles voll Felder klatschen. Okay, die Felder sind aktuell nicht am Abernten, das ist gut. Das heißt, wir haben Zeit, uns einen Holzpuffer zu machen. Alter, was ist das für ein starker Typ? Why? Werd mal sicherheitshalber schon ein paar Ritter bauen, weil die kosten wenig Nahrung und sind aber stark. Gut, ja, natürlich mehr, immer mehr. Okay, also wir haben hier schon mal hier Türkis, das war Orléans. Hier, was war nochmal das hier? Burgund, ja genau. Und Metz ist dann wahrscheinlich hier ganz drüben. Aber ich glaube, wir haben schon mal... Ja, wir sollten vielleicht trotzdem... Hier entlang dieser Straße und hier so ein klein bisschen Spine... Ja, wir sollten natürlich auch die Leute ein bisschen beschäftigen, sonst ist es natürlich nicht gut. Wir haben auch genug Stein, dass vielleicht einer mal hier... Wobei, nee, wir bauen die nächsten paar gehen auf Stein, damit wir eine Burg bauen, weil hier mit Außenposten... Wobei, hier können wir eigentlich super eine Wand ziehen. Bergarbeiterlager, hier bitte. Die nächsten gehen mal bitte kurz darauf. Okay, Holz haben wir eigentlich aktuell genug, dass wir uns eine Kaserne... Wobei, nee, hier Stall... Nee, nicht Stall, Schießanlage. Hier die Hunnen, die Bogenschützen... Fand ich eigentlich, und die berittenen Bogenschützen vor allen Dingen, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, aber auch. Na komm. So, ihr macht jetzt hier erstmal ein bisschen was, bitte. Okay, die hier, die fangen an, gut zu blumen, aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir haben 10 Felder. Hä? Sacher. Timo. So, einer von euch macht bitte diesen hier. Dann ein bisschen Gold wäre auch noch nice. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Nahrung. Genau, berittene Bogenschützen, die waren nämlich recht gut. Amormindo. Timo. Ja, nein, das ist das Problem, wenn man einmal... Ja, genau. Einfach hier direkt vor das Dorfzentrum. Genau. So, jetzt speichern wir mal, weil wir haben, glaube ich, einen relativ vernünftigen Start auf die Beine gestellt. Let's play 43. Gut, das ist nicht wirklich die 43. Mission, die wir spielen, weil ich ja hin und wieder auch ein bisschen was auslasse. Entwickelt Bogenschützen. Nee. Schwere. Bogenschützen schießen schneller. Ich weiß nicht, ob das... Ich baue hier mal eine... Nein, eine Universität... Nein, ein Kloster. Und eine Universität.
und dann eine Burg. Und zwar hier. Berdichtchung. Sicher? Ah, nicht genug Holz. Okay. Motchung. Motchung. Temo. Müssen wir erstmal ein bisschen Holz farmen. Macht nix. So, dann haben wir 30 Dorfbewohner. Das sollte uns jetzt eigentlich reichen. Nochmal einer bitte ein Feld. Und zwar hier. Genau, jetzt haben wir 4. Ja. Bauen wir gleich einen Mönch oder zwei. Oder wir können uns nur einen leisten, macht aber nichts. Ah, sollen wir uns das leisten, ist die Frage. Bauen Gold schneller ab. Ja, eigentlich schon. Auch nicht genug Holz. Machen wir erst, dass sie geiler Holz abbauen und dann können wir uns das auch leisten. Jetzt haben wir einen Bauarbeiter, der baut hier eine Burg. Dann baut er uns schön ein, von wegen Steinwelle und so. Dann baut er uns hoffentlich hier so ein. Und hier auch nochmal. Hier sollte eigentlich keiner durchkommen, also... Oh, Goldabbau können wir uns auch vernünftig leisten. Bisschen leichte Kavallerie. Kavallerie bewegt sich schneller, das ist auch nice. Berittene Bogenschützen. Okay, hier haben wir aktuell nichts. Ich würde sagen, das nächste ist eigentlich schon Imperialzeit, die wir anpeilen. Ich werde mal einen von euch hier rüber schicken. Sehr gut. Zwei Priester, 14 Einheiten. Die Burg, die gleich da auch steht. Ja, ich glaube, wir haben aktuell relativ gut was. Goldbergbau ist auch erschaffen, sehr schön. Ja. Ich würde sagen, viel besser geht's jetzt aktuell nicht. Wir haben einen super Start hingelegt, meiner Ansicht nach. Die ersten 20 Minuten, die sind ja so mehr oder weniger entscheidend. Außer natürlich, jetzt kommt ein Weltwunder, dann... ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen könnten. Das schaffen könnten mit unserer aktuellen... Armee was ausrichten. Oh ja, einer von euch könnte vielleicht, sicherheitshalber, der wird heute vielleicht sogar nützlich sein, einen Marktplatz bauen. Du wirst... Oh, eine Schmiede brauchen wir natürlich auch. Hä? Nein. Hier Schmiede. Aber erstmal baust du das fertig, dann baust du das. Und danach schauen wir weiter. Stein ist jetzt gleich auch aufgebraucht. Aber Stein kann man sich halt traden, weil das hier haben die schon beansprucht. Wir können eigentlich mal wieder mit einer leichten Kavallerie... hier durchsnoopen und schauen, was die so haben. Finde ich schon mal gut, dass wir das... Oh nee, wir können sogar Tribocke bauen im Zeitalter. Mit einem Angriffsbonus gegen Gebäude und Bogenschützen. Pikeniere hat aber, glaube ich, keiner. Wir haben gesehen, keiner erschafft Pikeniere, oder? Rittern, Mönchen... Speerkämpfer sind Pikeniere, oder? Ich baue trotzdem mal ein paar von denen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist mein Ziel, ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Ja, Schmiede. Infanterie und Kavallerie. Infanterie haben wir keine Kavallerie. Bogenschützen, berittene Bogenschützen. Ja. Timo, ja. Du baust uns jetzt bitte hier einen schönen Steinwall. Zwar so, dann geht er so weiter, hier zum Wald rein, dann bauen wir noch hier ein oder zwei Türme, hier vorne auch noch ein Turm, hier noch ein Turm. Dann haben wir auch keinen Stein mehr, aber Stein ist ja dann auch relativ wurscht, wir können den hier da relativ, sobald das fertig ist, gehst du da drauf.
Timo, und du baust, sobald das fertig ist, hier ein Feld. Wer wird angegriffen? Achso, da unten wird irgendwie. Achso, mein Speer ist. Nee, der ist gar nicht getötet worden. Der ist einfach nur ein bisschen lediert. Okay. Bild im Bein. Eisen gießen, sehr schön. Steinwall, bitte einmal hier weiter. Und zwar genau. Na, vielleicht so und dann eine schräge. Oh, die Priester haben das gerade gut gemacht. Der Priester hat das gerade gut gemacht. Er hat den einen konvertiert. Und heilen sich gegenseitig. Priester sind schon geil. Timo. Sagen wir lassen. Oh ne, hier ist sogar noch Stein. Oh. Ja, das ist gut. Dann werden wir unsere Armee vielleicht hier aufstellen. Ja, dann werde ich sogar dich vielleicht da. Verschont uns, oh mächtige Hunnen. Wir werden uns euch anschließen, wenn ihr uns einen Tribut von 500 Gold entrichtet und zu unserem Schutze eine Burg in unserer Stadt errichtet. Oh. Machen wir das? Ja, schon, oder? Wobei eine Burg bedeutet halt auf jeden Fall, dass ich hier nochmal ein bisschen Bergarbeiter locker machen muss. Sicher. Vorhatschen. Bild im Bein. Vorhatschen. Ja, du wirst jetzt gleich hier auch noch ein Tor hinbauen. Das war ein vernünftiges Steintor. Ja, ich lasse dem nur das noch fertig bauen. 3, 2, 1. Ach, mein... Nee. Dann das. Genau, und dann baust du mir bitte hier noch... Genauso. Genauso. Muss nur das Tor erstmal fertig bauen. Das Tor ist, glaube ich, nämlich... Das hat nämlich deutlich mehr Lebenspunkte als die Mauer selber. Habe ich mal, glaube ich, gesehen. Letzte Folge war das, glaube ich. Doch, als wir durch die doppelten Mauern... Das war letzte Folge. Ja, bau schneller. Ja, bitte. Hallo? Alter, das hat jetzt aber eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Achso, und hier kommt natürlich auch noch ein Tor hin. Aber das machen wir erst gleich. So, und dann kommt jetzt gleich hier, das, hier noch ein Tor hin. Dann kommt hier ein Wachturm hin. Hier auch nochmal ein Wachturm, weil ich glaube, hier kann man sogar durch. Genau, aber wenn wir hier halt einen Wachturm hinbauen und ein Ding, dann kann man, können die scheißen gehen. Tor bauen. So, ich darf es nicht, nur nicht zu früh abbrechen, weil das ist jetzt hier durch den Wald verdeckt und da komme ich da nicht wieder vernünftig hin und kann ihm nicht vernünftig sagen, ja, bau da weiter, weil ich es halt nicht vernünftig anklicken kann. So. Dann, next ist Steinwall, bitte genau hier. Dann hier ein Außenposten. Hier ein Außenposten. Und hier ein Außenposten. Und wenn du das fertig hast, dann haben wir immer, dann werden wir wieder genug Gold haben. Hä? Warum geht's hier daher? Ach! Weil die das Gold da abgebaut haben und jetzt hier rüber wechseln. Okay, das ergibt Sinn. Gut, von daher, das passt auch alles. Warum gehst du nicht? Wie viel hat denn das Feld noch? Okay, das hast quasi gar nichts mehr. Sobald du mit dem fertig bist, machst du bitte hier ein neues Feld.
dann lauft die nicht immer so weit. Okay, wir können eigentlich schon das entrichten, was die wollen von uns. Ich werde vorher aber speichern, nicht, dass die uns betrügen oder so ein Scheiß. Wobei ich, wenn die uns betrügen, nicht neu laden würde, sondern dann einfach angepisst werden würde. So, Burgund. Ah, ne, das ist nicht hier. Das ist hier. Burgund. Neutral. 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigen. Wir wissen dieses Zeichen eures guten Willens zu schätzen. Wenn ihr noch eine Burg in unserer Stadt errichtet, werden wir wissen, dass man euch trauen kann. Ihr habt 10 Minuten. Oh. Ja, dann würde ich... Oh, shit. Steintechnisch wird das knapp. Aber wir sind jetzt immerhin schon mal verbündet. Dann gehen wir mit unseren Siedlern mal dorthin. Baut schneller Stein ab. Ja, nee, das sollte gehen. Muss nur noch einmal eine Steinlieferung sein. Paar von denen. Paar von denen. Paar von denen. Hier verstärkt Gebäude. Gönnen wir uns noch einen Priester. Infanterie brauchen wir nicht. Und wir können gleich eigentlich, sobald wir wieder Gold haben, beziehungsweise eigentlich, wir haben zu viel davon, können wir schon mal aufsteigen. Gut, ihr beide, baut mir bitte hier unsere Burg. An der strategisch günstigen Stelle. Und sobald ihr hier fertig seid, einfach damit die nicht auf blöde Gedanken kommen, werdet ihr wieder zurückkommen. Weil ich Angst habe, dass sobald die eine Burg haben, die konvertieren mit Mönchen. Wenn auf einmal irgendwie da 10 Mönche rumstehen, dann weiß ich, die werden uns bescheißen. Dann kann ich sie aber theoretisch noch abreißen, weil solange die Burg nicht fertig ist... Oh, 7 Minuten left to build a castle for Burgundy. Lustiger Name für Burgund im Englischen, aber... Oh, shit. Oh. Ja gut, jetzt wird hier gleich, werden jetzt gleich alle Dorfbewohner. Timo, Barlachchung. Urhachung. Amrmindu. Urhachung. Willimbein. Urhachung. Es waren hier nur 3, oder? Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen ein beschissener Spot für den Stein, dass wir uns da jetzt so das gemacht haben. Aber hey, der da oben wäre es auch nicht viel sinnvoller gewesen. Die kann ich eigentlich wieder abreißen, oder? Wobei, warum sollte ich... Warum soll ich die abreißen? Das ergibt wenig Sinn. Sicher. Was aber viel mehr Sinn ergibt, ist hier noch ein vorgelegtes Holzfällerlager. Das ist tatsächlich, glaube ich, sinnvoll. Hoffentlich werden wir das nicht bereuen. Doch heute reiten wir mit den Hunnen. Yes! Sehr schön. Sicher. Motchen. Und wir sind im Imperialzeitalter, was heißt... Bogenschützen schießen genauer, ja. Kavallerie bekommt Panzerung, Infanterie nicht genug Gold. So. Timo. Gold ist aktuell das eheste, was wir brauchen. Hier, ja, brauchen wir jetzt nichts. Wir können ein bisschen Holz und Nahrung gegen Gold eintauschen. Oh, Marktkarren. Moment, haben die einen Marktplatz? Theoretisch kann ich mir dadurch Gold... Kann ich dadurch Gold machen. Ja, dann kann ich nämlich... mich ein bisschen von dem Gold hier verabschieden. Und ein paar mehr Leute auf Holz... Wobei, mehr Holzleute bringen mir jetzt auch nicht so viel. Und mehr Steinleute eigentlich auch nicht. Ach, ist ja wurscht. Man kann nicht genug haben. Achso, und was ich dann vielleicht auch mal machen könnte, ist... Wobei, nee, wenn, dann will ich Tribocke. Elite-Tarkane. Das ist die Spezialeinheit. Ich verzichte bei den Hunden mal, weil es auch nicht so geil wirkt, verzichte ich mal auf Tribocke und baue alles an denen hier. Und alles hängt an denen.
Und das Gute ist, was die Burgunder jetzt hier erkundet haben, kann ich auch sehen. Hier Orléans mit der Stadtmauer. Mich würde aber interessieren, wo hier dieses März ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den hier auf so ein bisschen eine Suicide-Mission schicken. Aber macht ja nichts, wir haben ja genug. Chevaliers, leichte Kavallerie, Husaren. Ja, das fände ich alles ganz nice. Finde ich alles ganz nice. Warum standen die da gerade einfach nur so belämmert? Weg mit dem. Will das nicht mehr. Ja. Das ist nämlich Urscheiße hier. Vom Ort. Weil die da immer so viel laufen müssen. Und jetzt haben wir hier eine schöne Handelsroute. Die kommen immer... Oh, mit 37 Gold kommen die immer hin. Na? Und hier der... Oh, wieder ein paar von denen. Oh, ne. Ja, ich glaube, so für den Anfang haben wir uns auf jeden Fall gut gemausert. Wir haben einen Verbündeten. Wir haben nur noch zwei Städte. Also ich würde sagen, 36 Truppen schon. Wir können definitiv nächstes Mal wahrscheinlich anfangen anzugreifen. Aber ich würde sagen, okay, die machen wir jetzt heute noch platt. Genau. Ja, nice. Sehr schön. Die kann ich dann eigentlich, wie gesagt, weil Gold haben wir aktuell sehr gut. Es dauert, bis die Reliquien weltvollendet sind. Das ist, glaube ich, gut. Wie viel kostet denn das? Es ist aber, glaube ich, gut, falls die wollen Weltwunder bauen, gegen das ich aktuell nicht so geil gerüstet wäre. Und Chevaliers und Husaren können wir immer noch. Hier, Chevalier ist sogar relativ billig. Schwere Bogenschützen allerdings. Na gut, wobei wir... Holz verkaufen geht gerade nicht gut. Nahrung verkaufen deutlich besser. Und Stein verkaufen geht auch. Schwere Bogenschützen wäre nämlich geil. Und Husaren können wir uns auch leisten. Haben wir 0 Gold. Nice. Und wir werden hier oben angegriffen. Eventuell schafft es ja sogar zurücklebend. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Die Mission gefällt mir, muss ich sagen, wirklich gut. Das ist so eine relativ klassische Mission, die auch von der Schwierigkeit her nicht so stark ist. Wie gesagt, grundsätzlich, glaube ich, war bis jetzt die schwierigste Kampagne, die wir gespielt haben. Entweder die von Saladin oder vielleicht die von Genghis Khan, aber die von Saladin war schon wirklich schwer. Oder es war halt einfach nur, weil ich da noch nicht so ganz drinnen war in dem Spiel. Kann man natürlich auch nicht sagen. Vielleicht wären die, wenn ich die zuerst gespielt hätte, fände ich die relativ schwierig. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Age of Empires 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.